Schön, dass ihr schon seit einem neuen Video aus Bonn. Ich muss immer noch drüber lachen, dass viele bis heute nicht wissen, was ich am Anfang sage. Und dann wird es auch ein Geheimnis bleiben. Also wir werden heute testen. Die aktuelle Nummer 1 im Deutschland-Ranking gegen die aktuelle Nummer 2 aus dem Deutschland-Ranking. Wir sind jetzt bei der Nummer 2, bei Sepherbeef. Da steckt auch eine lange Geschichte zwischen mir und Sepherbeef dahinter. Ich werde euch da noch aufklären zwischendrin für die, die vielleicht nicht alle Videos gesehen haben. Wir schnacken nicht lange. Ich habe Undercover-Agenten schon bei mir vom Hotel getroffen. Die kommen hier gleich her. Und ja, alles perfekt, alles gut gelaufen. Also pass auf, Leute. Wir nehmen doch einen Undercover-Agenten. Wir haben gerade einen gefunden. Und die anderen Jungs, mit denen snacke ich dann so einen Döner gleich da. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich haben möchte. Erstmal vielen Dank, dass du am Start bist. Gerne, ne? Gerne. Warte, ich sag dir gleich so, was wir haben wollen. Wichtig ist, dass er nicht eingepackt wird. Das ist schon mal ganz wichtig. Okay. Ich sag dir gleich, was wir drauf nehmen. Ja? Okay, warte, ich gehe mal mein Handy holen. Wundert euch auch nicht, diesmal anders die Bestellung als sonst. Erkläre ich euch auch gleich nochmal, warum. Eisberg, Zwiebeln, Eisberg. Tomaten und dann haben die so eine Joghurtsoße. Entweder ist das Joghurt oder Tzatziki. Irgendwas ist das von beiden, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe dir auf dem Display gerotzt. Alles gut, Digi. Ist schon weg. Sehr gut. Und wichtig, vielleicht noch nicht zu viel Soße und nicht eingepackt. Direkt, ich warte hier dann gleich an der Ecke. Kein Problem, machen wir so. Och, geil, bis gleich. Vielen, vielen Dank. Bis gleich, ne? Bester Mann. Also ich zeige euch erstmal jetzt, wo der Laden ist. Wir sind wirklich unmittelbar davor. Beziehungsweise, eventuell kommt jetzt auch einmal kurz ein Teil. Der hat nämlich angebaut, den Laden nebenan gemietet. Das haben wir noch nie gesehen. Dann zeige ich euch erstmal den Teil jetzt, wie der Laden aussieht. Und dann sehen wir uns hier zum Undercover-Test. So machen wir das. Bis gleich. Da ist er. Laden vergrößert. Oh, guck mal den Oschi an. Da haben die jetzt einen riesen Spieß am Start. Oh, Welt. Guckt euch das mal an. Halil auch da heute? Ja. Ist auch da? Ah, perfekt. Das ist der gute Mann. Hab ich vergessen. Mussten wir schriftlich mitteilen. Na, alles gut bei dir? Ja, alles gut, danke, danke. Eine Überraschung. Ja, schönen Laden hast du hier, Mann. Ich wollte deinen neuen Laden mal sehen hier. Ja, hast du richtig geil gemacht, Mann. Und riesen Spieß hast du jetzt. Ja. 100 Kilo ist er, ne? Gewesen bestimmt heute? Ungefähr. Ja, ne? Ja, ein bisschen weniger. Ein bisschen stark. Ja, aber hast du einen geilen Laden gemacht. Ich werde den gleich nochmal schön abfilmen. Gehe ich gleich hinten nochmal rein. Ich habe heute nochmal bei dir Test gemacht. Undercover habe ich gemacht. Mann, heute? Ja. Heute Morgen? Ja. Echt jetzt? Ja, ja. Und? Ich zeige jetzt erstmal den Laden. Ja. Dann sehen wir uns hier in dem Video. Dann nochmal bei dem Test. Wieder zurück am Start beim Undercover-Test. Jetzt müssen wir einmal hier ganz vorsichtig um die Ecke linsen. Da ist er. 50 Meter an der Ecke. Für alle, die sich manchmal fragen, wo sind die Läden überhaupt, die ich zeige, ich blende nicht immer das Google-Zeichen ein. In jedem Video ist aber der Laden in der Videobeschreibung, wenn ihr den sucht. Bei jedem meiner Videos ist der Laden verlinkt, bzw. die Adresse reingeschrieben. So, wir holen nochmal meinen Ständer schon mal aus dem Auto. Für die, nochmal, die sich gefragt haben, vorhin, warum bestellt er jetzt nicht wie immer mit Tomate und Zwiebel, liegt einfach daran, dass mein erster Test so war, dass ich genau diesen Döner bekommen habe und der einfach perfekt so abgestimmt hat. Es gibt ja nicht immer nur einen Weg nach Rom, sondern auch mehrere. Es ist Fakt, ein Döner muss mit und ohne Soßen gegessen werden können. Was ist denn mit all den Leuten, die nicht gern Soßen essen. Was ist mit der Qualität des Fleisches? Die Qualität generell vom Döner muss so gut sein, dass du keine Soßen brauchst, um die schlechte Qualität zu kaschieren. Er muss so stark sein, das Fleisch muss so saftig sein, dass du ihn ohne Soßen essen kannst. So kann dann auch jeder Kunde, der nicht gern Soßen isst, den Döner essen. Sonst kann es nicht der beste Döner sein. Und wenn wir diese Ausgangssituation haben, dann kann doch jeder auch mit Soßen essen. Soßen können ja auch sehr gut ein Upgrade darstellen. Es muss aber eben auch ohne Soßen gegessen werden können. So, und wie im Fall vom Halil, da ist der Döner ohne Soßen schon einer der besten in Deutschland, aber mit den Soßen hast du noch das gewisse Upgrade. Das gibt noch mal einen Schwung Saftigkeit drauf und dann ist er halt eben noch mal ein kleines Stück perfekter. So, jetzt gibt's Döner. Boah, da ist der Kollege. Moment, den filmen wir direkt wieder ab, den Döner einmal. Okay. Sieht schmackhaft aus, ne? Ja, ja. Hättest du auch einen holen können, ruhig. Nee, ich bin kaloriendefizit. Bist du gerade? Scheiße, ja, geil, die. Cool, dann sage ich dir vielen Dank. Ne? Gerne. Vielen, vielen Dank und ja, dann, wer weiß. Ach, scheiß drauf, nimm. Danke. Hau rein, die. Da ist der Döner. Die Röstaromen sind da. Kommt direkt die liebliche Wärme vom Fleisch. Die habe ich vermisst. Diese Tiefe vom Fleisch hat eben komplett gefehlt. Es war gerade noch zu viel Salat. Jetzt kommt die Tiefe vom Fleisch rein. Mhm.
Jetzt kommt der Fleischgeschmack, ehrlich. Jetzt kam der schöne, tiefe Fleischgeschmack durch. So, schon mal Vorab-Analyse. Ich war ja schon oft bei Stefan. Dein Problem war immer das Brot. Er hat das Brot nicht ganz hinbekommen. Das Fleisch war immer Hammer. Hat auch ein, zwei Mal Schwankungen gehabt, aber in der Regel top. Das Brot war dem Restprodukt, dementsprechend dem Fleisch, aber nicht würdig. Das hat er hingekriegt. Außen knusprig, innen schön weich. Anfangs ein bisschen zu salatig und Fleischgeschmack hat gefehlt. Jetzt zum Ende, wo mehr Fleisch kommt, dementsprechend lag es einfach an der Menge des Fleisches im Verhältnis zu den anderen Zutaten. Jetzt kommt der Fleischgeschmack beim Ende. In dem Fall bei diesem Döner sind die Soßen halt auch so geil, weil die verändern den Geschmack nicht. Die geben einfach eine gewisse Geschmeidigkeit und ein leichtes Upgrade logischerweise noch bei der Saftigkeit. Obwohl es ohne Soßen langt, aber so ist es dann ganz perfekt. Aber du merkst nicht nur die Soße, auch das Fleisch ist so unglaublich saftig. Das ganze Fett ist runtergelaufen. So, Gesamtbewertung kriegt ihr später von mir. Jetzt einmal kurz zum Döner noch. Fleischgeschmack kam mir zu spät. Bei 70% des Döners hat man den Fleischgeschmack noch nicht geschmeckt. War immer noch ein super klasse Döner. Und diese Wärme, die das Fleisch einfach auch in der, sag ich mal, im geringen Verhältnis zum Döner ausgestrahlt hat, das war einfach Energie, die auf den Döner übertragen wurde. War super. Da hast du die Quali gemerkt. Aber zum Schluss hat ein bisschen gefehlt. Kräuternot hat mir auch gefehlt. Das machen sie anscheinend nicht immer. Nur wenn man mit Kamera kommt oder nachfragt. Wir sehen uns später auch noch mal mit dem Besitzer da, mit dem Harley. Dann teile ich ihm die Bewertung mit. Und los! Korn Westheim. Wir sind jetzt beim kürzlich entdeckten Korn Westheim Japrak-Döner. Ich habe diesmal endlich einen Undercover-Agenten mitgebracht. Das ist der gute Karumi. Und wundert euch nicht, viele schreiben immer, warum nimmst du nicht einen Kollegen mit? Das liegt daran, dass meine Kollegen arbeiten und keine Zeit haben, mit mir durch ganz Deutschland zu fahren. Wir brauchen jetzt, ich mach gar nicht lang Faxen. Wir holen direkt den Döner raus. Du holst nur mit Zwiebeln, Tomaten, einfach auf die Hand. Und du musst mich, der ist direkt links um die Ecke die Treppe runter. Wenn der Döner macht und fast fertig ist, klingelst du mich an und ich komme schon in die Richtung, damit er nicht kalt wird. Und wir filmen direkt hier draußen. Okay, alles klar. Hast du alles? Alles, was du brauchst? Okay, perfekt. Bis gleich, Dina. Also, Dina, ich überlege gerade, ich glaube, ich komme gleich in den Laden sogar rein. Ist da viel los? Kann man sich da hinsetzen? Ist schon viel los. Okay, bist du in der Schlange? Bekommen, aber die Leute waren so schon draußen. Okay, scheiße, weil so beschissenes Wetter hier ist. Habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob man draußen sich irgendwie platzieren kann zum Essen. Ich glaube, das wird Katastrophe. Ich glaube, ich muss reinkommen. Klingel mich mal an, wenn dein Ding bimmelt, okay? Mach ich. Okay, bis gleich, Bruder. Ciao, ciao. So, also kurz vor euch, vielleicht gehe ich auch gleich drinnen essen. Wenn er den Döner fertig hat, gehe ich einfach rein, esse da, dann ist der Döner auf dem Tisch. Oh, das wird wild. Soll viel los sein, gerade 20 Minuten Wartezeit, gerade schon, um 13:30 Uhr. Ich bin auch immer stolz, aber ich habe auch mit ihm danach gesprochen. Die verkaufen wir jetzt, was war das, doppelt so viel schon oder noch mehr seit meinem Video, das ist krass. Ja, und jetzt gehe ich gleich rein und werde direkt testen. So, was ein Scheißwetter, Leute. Ich werde da jetzt direkt hin und ich werde auch rein müssen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, jetzt wird gerade mein Döner belegt und ich werde rein. Das ist manchmal sehr unangenehm, weil unter Umständen Chefs oder so mithören, deshalb mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Aber hier draußen können wir, glaube ich, nicht essen. Ich sehe keine Chance. Scheiße. Ich krieg noch einen Anruf. Na, die ist fertig? Ja, soll ich rauskommen? Ja, daneben ist ein Tunnel. Daneben ist ein Tunnel. Du kannst rauskommen. Auch korrekt, wir müssen. Warte. Ja, komm raus. Wir bleiben kurz da stehen, die. Ich dachte, die noch einmal kurz ansage. Die haben mich schon gesehen. Es geht wohl, wir machen einen Undercover-Test. Ich esse schnell Döner, bevor kalt wird. Hast du gut gemacht? Gute Einschätzung? Ja, ne? Perfekt. So, Leute, oha. Ein Berg von Brot. Seht ihr diese feinen Hügel, diese feine Handarbeit? Knusper von außen. Leichtes Röstfeeling vom Brot alleine schon. Aber nicht zu dunkel. Perfekt von der Röstung. Leichte Süße sogar vom Brot, merke ich gerade. Wie unterschiedlich Zwiebeln sein können. Ich habe ja nur Tomaten, Zwiebeln immer drin. Ich habe gerade, nicht lange her, schon einen anderen Döner jetzt gerade gegessen, auch in der gleichen Kombi. Quali, Self-Made, alles. Jede Zwiebel ist unterschiedlich. Alleine die Wahl von der Zwiebel, entscheidend. Boah, ich habe ihn eben gar nicht abgefilmt, ich Idiot. Ich habe einfach reingesnackt, aber egal, den Rest vom Döner müsst ihr euch dazu denken. Filmi, kannst du noch irgendwas dazu retuschieren? Erst kommt die Röstung, wie bei Pferd. Komplett Röstung rein. Noch nicht das, wo es eigentlich an die Substanz geht beim Fleisch, wo du eigentlich das Fleisch an sich schmeckst. Erstmal kommt die Röstung durch. Jetzt kommt der Fleischgeschmack. Teig vom Brot. Das ist ja auch nicht über so. Also, dass du erst die Röstung hast, die deinen Mund erfüllt, ist ja überall anders. Ist ja oft einfach so einfach, dass du auch direkt den Fleischgeschmack hast. Und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Die Süße vom Brot, sehr wichtig und richtig. Noch kriegt mich das Fleisch nicht genug. Also noch kommt der Fleischgeschmack noch nicht genügend durch. Anfang war, wie gesagt, die Röstung. Jetzt müsste langsam das Fleisch kommen. Jetzt ist der Moment, wo ich sage, okay, jetzt muss das Fleisch kommen. Oben ist ja meistens dem Produkt geschuldet ein bisschen mehr Brot auch. Guck mal, ich zitter schon, weil mir so kalt ist. Nein, ich habe mir immer noch keine Jacke geschafft zu kaufen. Meine krisselt hier zu doll am Mikro. Nein, ich bin kein kleines Kind und will nur mit Pullover raus. Meine Jacke, die macht scheiß Sound. Ich muss mich auf Döner konzentrieren. Fleischgeschmack muss langsam kommen. Für die Eins muss der Fleischgeschmack langsam kommen. Wir müssen kurz rechnen. Nee. Ich glaube, das wird zu kalt. Ich muss mich doll auf den Döner konzentrieren. Ich muss drin weiter essen. Mir ist zu kalt. Ich will hier vorne in die Ecke. Scheiße, Jungs. Ich brauche Ruhe erstmal. Ich brauche Konzentration. Wir gehen hier vorne hin. Scheiße, das ist Toilette, Brudi. Oh nein, ey. Die Jungs sind mir zu laut jetzt. Ich gehe mal eben andere. Machen wir gleich die. Ich esse kurz auf, dann komme ich, ja? Das ist ja komplett Katastrophe. Egal, wir essen hier mittendrin. Ich stelle mich kurz hin, Brudi. Guten Hunger, Jungs. Ihr müsst euch so vorstellen, Leute. Ich stehe jetzt wie der letzte Ochse. Ich stehe hier und esse meinen Döner. Ich muss mich auf den Geschmack kurz konzentrieren. Ich schieße einfach die Augen und Gedanken, ich bin nicht woanders gerade. Sitzen kannst du besser konzentrieren. Mmh, oh, danke, Brudi. Das ist noch besser, Brudi. Kannst du hinsetzen. Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Sie haben 100% abgeliefert, was Menge angeht. Ich snack eben weiter und dann schnacken wir mit den Besitzern mal eben. Und da gebe ich dann Feedback. So, nochmal für euch, weil damit wir es in diesem Video auch drin haben. Ich zeige euch nochmal eben kurz Dönerspieß, ein bisschen wie die schneiden und alles. Das ist der Herr des Hauses mit Papa oder Onkel? Das ist der Senior-Chef. Ah, Senior-Chef. So, jetzt seht ihr erstmal nochmal hier Döner und alles. Und ich gebe Jam schon mal kleines Feedback nur. Hat super geschmeckt. Undercover performen sehr viele nicht. Wir haben gerade wieder auch ein Video gehabt, da war ganz wenig Fleisch. Also der Döner war von der Menge fast noch mehr Fleisch, als wo ich mit Kamera da war. Ja. Glaube ich. Ja, also habt ihr gut gemacht davon. Für euch Leute auch Undercover kriegt ihr hier alles genauso wie mit Kamera. Sehr gerne, sehr gerne. Restfeedback siehst du auch im Video. Das nehme ich gleich draußen auf. Da der wunderbare Spieß. Er wird einmal Döner, Teller, Pommes bitte. Das machst du dünn wie ein Blatt Papier. Genau. Ja. Also manche, die es auch nicht wissen, der junge Mann hat auch einen Rekord im Guinness-Buch der Rekorde. Er hat Fleisch so dünn geschnitten, dass man durchgucken konnte. Wichtig ist, weil der Fleischautomat ist auch ein Millimeter, also circa 2 Millimeter, ja. Schon 1000 Fleischstücke. Ja, also bis zu 1000 Fleischscheiben sind da drin, ja? Genau. Glaubst du echt 1000 oder ist nicht übertrieben? Ich habe gezählt, also eine Kiste ist circa 200 Fleischstücke. Oh, genau. Krass. Kann ich ein Stück Fleisch einmal so probieren? Mit klar. Ja? Dankeschön, mein Lieber. Ganz starke Röstung. Ich muss noch einmal Döner sehen, wie er den belegt hier. Jam ist nächste Generation, ne? Genau, Jam hat Koch gelernt. Deutsche Küche hast du sogar gemacht. Von Schnitzel zu Döner. Zeit ist der Bestseller Holle-Döner. Ist so, ne? Und ich hoffe, sie holen ihn wieder. Wollen viele haben, ne? Ja. Aha. Geil. Bei dem guten Fleisch braucht man gar keine Soße. Braucht man nicht. Ich sage immer so, Leute, damit das nicht fehlinterpretiert wird. Eine Soße darf jederzeit ein Update darstellen. Das ist gar kein Problem. Es ist wie ein Steak und nein, nicht wie beim Ketchup. Aber ein Steak, es gibt geile Steak-Soßen. Die kriegst du auch im guten Steak-Restaurant. Aber macht eine Steak-Soße ein schlechtes Steak zum guten? Nein. Aber es kann ein Upgrade sein, wenn man es gerne mag. Und der eine mag so, der andere so. Und beide müssen zufriedengestellt werden. Und die Fleischqualität muss lang, dass du es auch ohne Soße essen kannst. Ganz wichtig. Wir sehen uns draußen, Leute, zur Bewertung. Eins wollte ich noch fragen, ihr verkauft 2 von den dicken Spießen am Tag sogar jetzt. Nein, zwar in der ersten Woche, im ersten und zweiten Tag. Und jetzt aber ein bisschen mehr, ne? Okay, stark. Zur Bewertung zurück in Bonn. Ich wollte zum Fleisch noch mal eben kurz was sagen, bevor wir reingehen, weil ich das selber auch immer sehr interessant finde. Fleisch ist einfach einzigartig. Das hast du nirgendwo anders. Komplettes Alleinstellungsmerkmal. Erinnert so ein bisschen an so einen richtig geilen Eintopf von Mutti, wo das Fleisch rausgeholt wird. Also auch wirklich Tiefe drin im Fleisch. Trotzdem geschmeidige Wärme, Lieblichkeit. Und jetzt werden wir Sepha die Bewertung sagen. Oh, ich weiß gar nicht. Oh.
ob ich das so übers Herz bringe. Ah, ja, wir gehen gleich rein. Also dein Döner ist einfach, gehört zu den besten Dönern in Deutschland, das ist klar. Ein super heftiges Produkt. Auch den Fleischgeschmack, den ich heute hatte, so intensiv hatte ich ihn vorher bei dir noch nicht. Ja. Also wirklich spitze. Man muss immer sehen, wenn Döner undercover rauskommt, bei der Schlange, guckt euch das mal an, kann immer leichte Unterschiede kommen. Ich habe dir heute 9,1 Punkte gegeben. Ach so, okay. 9,1 Punkte, also sehr, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Danke, danke. Also wie immer top abgeliefert. Dankeschön. Ja. Sehr gerne. So Leute, wir sehen uns jetzt in Stuttgart bzw. Kornwestheim zur Endbewertung, zum Gewinner. Muss dazu aber auch noch mal sagen, unterschätzt es nicht. Da sind so viele Leute, die kommen nach und nach. Die Arbeiter machen am Fließband. Ich habe jetzt keine Statistik. Ohne jetzt nachzudenken, würde ich sagen, 70% der Leute, die Undercover-Test bekommen, fliegen raus aus dem Ranking. Er hat es trotzdem gerissen. Der Döner war super, er war heftig. Einer der besten Döner Deutschlands. Ihr seht jetzt den Teil dort. Kaumi, danke erstmal für das Undercover rausholen. Das war eine Action, Alter, da noch da reingehen. Also, ich versuche jetzt direkt frei raus einfach loszureden. Pass auf, es war so. Der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss das Fleisch langsam kommen, ist der Moment, wo ich auch bis zum Schluss drauf gewartet habe. Bei diesem Döner, also ich muss den in Schutz nehmen und verteidigen. Niemand, der mein letztes Video gesehen hat oder dieses, soll jetzt den Gedanken haben, ich gehe nicht hin, nur weil es diesmal ein bisschen schlechter war. Bei dem Laden ist es auch so, und das ist ganz wichtig, der nimmt manchmal Jungbullenfleisch, manchmal Ferse, es ist immer unterschiedlich. Und das hat zur Folge, dass das Fleisch manchmal intensiver oder weniger intensiv ist. Das führt auch bei diesem Döner dazu, dass es diesmal nicht ganz so intensiv war. Ich habe bis zum Schluss gewartet, dass es intensiver wurde. Und der Moment, wo es Boom gemacht hat und das Fleisch reinkam, der kam nicht. Nichtsdestotrotz war es heftig. Aber mehr als 9 Punkte kann ich dieses Mal nicht geben. Wir haben Sieger des Videos. Es ist Sepherbeef aus Bonn. Grüße gehen raus an den Bruder. Ich sag Kuss an alle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne wissen, was ihr zum Video sagt mit einem Kommentar. Lasst den Daumen oben scheppern und dann sage ich bis zum nächsten Mal.